Eisenschwein, Eisenschwein, lass doch mal die Rute rein. Und das ist das heutige Thema. Eisenschwein, Eisenschwein, lass doch mal die Rute rein. Jetzt wird sich der ein oder andere wahrscheinlich wieder fragen, hä? Was für ein Eisenschwein? Lassen Sie mich folgendes Bild für Sie malen. Sie haben zweimal britisches Blut. Auf amerikanischen Asphalt. Wunderschöne Sonne. Knallt auf die Strecke. Es ist super warm. Ein bisschen Schäfchenwölkchen am Himmel, aber auch eine Menge Blau. Und sie bewegen sich jetzt hier auf einer Strecke. Die ist eigentlich für ganz andere Fahrzeuge gebaut worden. Ursprünglich, eigentlich mal. Aber jetzt sehen Sie hier GT3-Fahrzeuge. Und dann haben Sie diese beiden britischen Vollblutler. Und was da passiert, gucken Sie sich jetzt mal an. Ohne Ton. Das ist ungefähr vergleichbar mit dem Fall, den Sie vorher gesehen haben. Gestern. Im Türchen. Ich erkläre Ihnen auch, warum. Im gestrigen Türchen haben Sie gesehen, wie jemand sich verbremst hat und die Geschwindigkeit nicht einschätzen konnte von dem davor und hat seinen normalen Bremspunkt genommen und hat den volle Pulle weggekegelt. Hier ist es die seichtere, in Anführungsstrichen, Variante, denn der nette Kollege konnte nicht einschätzen, wie dieses Eisenschwein aus der Kurve rauskommt. Denn dieses Eisenschwein ist super langsam. Und nicht so wie der McLaren, der hat richtig Zug aus der Kurve raus. Und so hat der McLaren den Bentley leider weggeschoben und das ist causing a collision und das wird geahndet. Und an dieser Stelle, und damit möchte ich das Türchen schließen und mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich das heute hier von mir angesehen haben. Ciao Kakao, bis morgen.